damals war Österreich isoliert, war in der ganzen Welt, hat er ja über die Kontakte gesucht und so, so viel gemacht. Mir fallen jetzt eigentlich die Worte, verstehen Sie, ich bin so bestürzt. Und einiges fällt mir jetzt ein. Das war wirklich eine große Leistung. Er ist viel gereist und da hat er sich sicher auch überanstrengt. Nicht? Und er hat praktisch wirklich seine Arbeit gemacht bis zum letzten Atemzug. Nicht? Ja, ich meine, man nimmt Anteil an den Leiden, an den Verstorbenen und es ist ein Abschied. Also, ja.